Aber jetzt kommen wir, jetzt sind wir wieder da. Okay, jetzt können wir weitermachen. Okay. Ich bin mir sehr sicher, dass eine 3080 Ti kommen wird für dann irgendwas um die 1000. Weil es wäre Unfug. Ja, ich hab Gerüchte schon gelesen, dass die Ti-Karte dann Jetzt sind halt wir, jetzt, 16 Gigabyte. Draxler sagt gerade, wir sind jetzt ganz weg, also Ne, jetzt sind wir wieder ganz weg. da. Jetzt sind wir wieder da. Okay. Ich sehe uns nämlich nicht mehr. Aber wir streamen jetzt mit 6000 Kilobyte nach YouTube. Das müsste klappen. Ja, also was ist mit den Gerüchten über die Ti, die dann 16 Gigabyte haben soll angeblich irgendwann mal? Meinst du, man sollte darauf warten? Ich sehe uns wirklich nicht mehr. Also wir sind offenbar wirklich offline, laut YouTube. Ach ja, die haben, glaube ich, einen neuen Stream hier gemacht, automatisch bei YouTube. Ach, doof. Denn wenn das jetzt neu ist, dann prüfe mal bitte deinen Upload, mach mal einen Speedtest, ob es an dir liegt oder ob es an YouTube liegt. Mache ich. Ach, Das ist wird das blöd. lustig beim Spotify hochladen und so. Ja, hör auf. So, ich mache den Test gerade und. Ich habe hier 300 Megabit Download. Knapp. Der Upload Ja, zählt. genau, das kommen wir gleich zu. Und ja, 30 Megabit pro Sekunde Upload. Also es liegt nicht hier an meiner Leitung gerade. Spinnt YouTube Mist. Ja, bei mir war, ich hatte letztens auch beim Stream das YouTube, dass es keine Daten mehr empfangen hat. Ja. Und dann ist noch mein VR abgeschmiert und dann musste ich wechseln. Und andere Streams hatten auch Probleme gehabt. Ich weiß nicht, das wird an YouTube liegen, weil die ja auch mit diesem neuen Studio da wieder irgendwas umgestellt haben. Genau. Naja, wir sind auf jeden Fall jetzt wieder live, aber jetzt halt auf einem neuen Stream. Okay. Dann Genau. schreibt es am besten mal in Discord rein oder so mit, dass du die Leute anpingst, dass neuer Stream ist. Warte mal. Genau. Das ist natürlich doof. Das schreibe ich mal hier rein. Okay. Das kann mal hier Oh ja. Technik. Nein. Da halten wir uns schon kurz bei unseren Wochenrückblicken und dann raubt uns YouTube die Zeit. Ja, ich weiß nicht, was da los ist. Also, Blöd. war es am Donnerstag oder so, da gab es ja schon mal so Probleme. So. Hab's nochmal gepostet. So, jetzt sind wieder 100 Leute da. Haben wir 200 Leute verloren. Hallo? Ja, Ach, da sagt ärgert mal es allen mich. Leuten Bescheid, ja, die noch im alten Stream sind, dass es hier jetzt weitergeht. Verbreitet es so. Es Genau. lag nicht an Sebastian. YouTube Nee. mag uns nicht. Genau. Ja, wir haben die 300-Zuschauer-Marke gebrochen. Ja. Da haben sie gesagt, komm, jetzt Das reicht's auch mal. Viel zu viele YouTube Leute hier gucken hier zu. hat uns das nicht gegönnt. Genau. Dafür brauchst du Premium. Ja. Ja, jetzt fragt mich der Michael im Chat, welche Grafikkarte ich nehme. Ja, ich habe mich, wie gesagt, noch nicht entschieden. Ich weiß es nicht, ob die 3080, was, sag ich mal, für die Dauer ist, also meine 1080, die habe ich eine Weile gehabt. Und ich würde es schon gerne, die Grafikkarte, so 4 Jahre, 5 Jahre haben wollen. Oder ist das nicht realistisch, das so zu sehen? Ich habe Wenn Bedenken, du dass. VR spielst und öfter neue Brillen ausprobierst, die immer hochauflösender werden, dann ist das nicht realistisch, nein. Dann ist aber auch Weil mit einer 3090 nicht realistisch. ich Ich glaube, sehe, die naja, ich. 3080 reicht erstmal, würde ich sagen. Also, wenn ich mir überlege, dass du nochmal doppelt so viel bezahlen musst für die Das 3090, ist ja das ist mein. so, das ist einfach, das fühlt sich einfach falsch an. Das ist ja Ich glaube, mein. das ist klar Ich hätte Bullshit. gerne irgendwas, Ja. was dazwischen liegt. Vielleicht für Ja. 1000 Euro oder so. Vielleicht dann warte doch auf die Das ist Bullshit. 3080 Ti. Aber ich will nicht mehr warten. Ich habe Dann nimm eine die 1080. 3080. Würde ich sagen. Oder guck, ob tatsächlich, wenn du Glück hast, kommen die Custom-Kartenhersteller, also die Boardpartner wie Asus und so, tatsächlich mit einer 20-Gigabyte-Version und vielleicht sogar inoffiziell vorher, weiß man ja nicht. Auf der Platine ist noch Platz für eine weitere Lage GDDR6X. Der Speicher ist nur knapp und teuer.
Von daher, glaube ich, Ja. haben sie es deshalb noch nicht zum Anfang gemacht. Ich weiß auch Aber bei nicht. der Aber 3090, hast du denn überhaupt genug Platz in deinem Gehäuse? Das ist ein Riesending. ich habe, mein Gehäuse ist ein Riesending. Also das passt da rein. Ich habe schon Okay. für solche Sachen vorgesorgt, als ich. Aber ich Ja, würde mir es jetzt weniger passt. Gedanken um diese 10 GB machen. Bei VR-Games hast du ja erstmal noch relativ wenig AAA-Games, die ja eben diese wirklich aufgeblasenen Texturen haben. Mir fällt jetzt bisher, was fällt mir ein, Asgard's Wrath mit wirklich gigantischen Hammer-Texturen. Ansonsten war es das. Und das lief auch mit 8 GB noch ganz gut. Okay. Ich glaube, dass du mit den 10 GB noch ganz gut hinkommst. Auch in Hinsicht auf die neuen Konsolen, die haben auch so um die 12 GB Grafikrahmen, wirklich dafür exklusiv. Das passt schon eigentlich ganz gut. Also mach Hier. dir da mal keine Gedanken. Ich würde nur die 1500 nicht ausgeben. Das ist, den Das Leistungsunterschied wird es nicht rechtfertigen. Cave Bear Ich sag, irgendwas 1337 dazwischen schreibt wäre gerade, cool. Lenovo als Systemseller hat schon eine 3080 mit 16 GB geleakt. Also Ja, ob es dann eine Super Ti sonst was wird, aber vielleicht lohnt es sich kommt wirklich klar. dann echt noch ein bisschen zu warten und zu schauen, was bieten denn die anderen an. Vielleicht gibt es da ja halt eine 3080 mit ein bisschen mehr Speicher. Also ich glaube, man wird jetzt erstmal die nächsten Jahre Ruhe haben mit einer 3080, wenn schon die. Ja, und es Ja, ist wirklich ich glaube auch, so. dass man Ihr erstmal habt. die nächsten 8, 4 Jahre Ruhe haben wird. Das wird bestimmt so auf dem PC. Sehe ich auch so. Ganz klare Ansage. Nächstes Jahr Wie alt quaken ist wir hier nicht über die die 1000? 4-Serie rum. In Wir zwei können ja Jahren. mal hochrechnen. Digital Foundry hat direkt nach der Veröffentlichung von den Karten ein Video gebracht, wo sie die 3080 schon mal so grob gebenchmarkt haben. Natürlich alles von Nvidia abgesegnet, sprich, die durften keine Benchmarks machen, die Nvidia nicht wollte. Das musste natürlich schon alles so in den Bahnen laufen, damit sie es dürfen. Aber wir haben da ungefähr die doppelte, naja, nicht ganz. Wir haben so 70, 80% mehr Leistung als bei einer 2080 ohne Ti. Also wenn du sagst, eine Karte, die doppelt so schnell ist wie eine 2080 oder 2070 Super oder 1080 Ti, die ungefähr genauso schnell war, wenn du damit hinkommst, ist gut. Und so schnell ist die 3080 auch. Das ist schon eine ganz schöne Menge mehr Leistung. Ich tippe mal, die 3090 wird gar nicht mehr so viel Schippe drauflegen. Die wird dann vielleicht nochmal 20, 30% drauflegen. Aber 100% mehr ausgeben für 20, 30% mehr Leistung sieht für mich nach einem etwas schrägen Bild aus. Ja. Ja, eine Karte dazwischen wäre klug und die wird Ja. sicherlich auch kommen, aber das wird wahrscheinlich nichts mehr dieses Jahr. Aber das ist halt, das finde ich so bescheuert, ehrlich, weil irgendwie, ich will jetzt endlich VR richtig auspowern und machen, aber ja, Das wirst du mit ich der weiß nicht, 3080 können. und wenn ich dann in Ja, zwei ganz Jahren sicher. wieder eine neue brauche und ach Glaube nee, mir. keine Ahnung. Doppelt so schnell wie eine Das 2080 ist ist ja, schon das eine ist ja auch Ansage. genauso. Dann hole ich mir die vielleicht und dann eine Weile später kommt dann eine ja mit 16 GB Speicher oder mit 20 oder was weiß ich, die dann genau dazwischen liegt. Und dann, Herzlich willkommen am PC, so ist das halt. ja, und ich werde sie dir vor die Nase halten und sagen, wie toll die ist. Schön. So ist das leider. Außerdem kommt ja auch noch AMD, aber AMD hat mit RDNA 2 wahrscheinlich keine Karte, die an die 3090 rankommt, wenn sie richtig reinpowern, eine 3080. Ich tippe mal zwischen 3070 und 3080. Die wird dann noch 16 GB haben, garantiert. Aber was der fehlt, ist DLSS. Und da würde ich ehrlich gesagt darauf wetten, dass ich das durchsetzen könnte. Kann gut sein, ja. Wenn Einfach, das wirklich so gut weil ist, ihr wie ein. es aussieht, Ja. ja. Ihr könnt ein, zwei Auflösungsstufen drunter wählen, habt keine sichtbar schlechtere Bildqualität, sondern eine gleich gute, spart aber dann eben eure 30, 40% Performance, was auch wieder energieeffizienter ist und. Eine 3080 mit DLSS wahrscheinlich, also schnell, sondern eine 3090 ohne Problem los. Ja. Und VR-DLSS ist eine wirklich spannende Sache dann, wenn die Spiele das unterstützen. Nur muss dafür leider eben das Ganze von der KI bei Nvidia antrainiert werden. Und das dürfte Geld kosten, weshalb wir das bei Indie-Games erstmal wohl nicht sehen. Schade. Was meinst du denn dort? Für wen würde sich denn eine 3090 lohnen? Meinst du vielleicht für die Leute, die eine 8KX haben und die jetzt die Simulatorspiele spielen? Meinst du, es lohnt sich? Wer das Geld über hat und eine 8KX und wirklich die Leistung auch ausfahren kann, weil er halt bei Simulatoren total am Ende ist, okay, soll er kaufen. Allen anderen würde ich tatsächlich raten, hey, kauft eine Runde kleiner, nehmt euch eine 3070 oder 80 und wenn es dann eine Ti gibt und die so geil ist, dann verkauft das Ding wieder und kauft die andere.
Ich mag die 3090 nur sehr ungern empfehlen, weil mir der Leistungsgewinn für den Ja, Preisaufschlag genau. zu gering erscheint. Stimmt. Und Das ist halt da mein werden sie auch nicht tricksen. Problem. Ja. Wofür braucht man denn die 24 GB? Meinst du, man kann die ausreizen mit irgendwas? Von der 3090 jetzt. Nee, nicht bei Spielen. Nicht, Wenn man die, professionell damit die was machen nächsten. will. Okay, Ja, ja. professionell arbeitest schon, aber bei Spielen wirst du die nächsten Jahre mit den Speichern nicht brauchen. Okay. Also, Aber ja. auch ich muss nämlich auch mal sagen, aber auch professionell irgendwie sind, keine Ahnung, 8 oder 12 Gig, das ist eine Menge Holz. Ja, Irgendwie, die Dinger werden ja da auch gerade als kriegst du Compute-Karten fast ein genutzt. komplettes CAD-Modell von einem Auto rein und so. Also ich bin ein bisschen verwirrt, warum man zum Spielen jetzt gerade so mit Daten um sich werfen möchte. Es geht immer noch um Computerspiele. Ne? Ja, aber wir haben Und halt die neuen Konsolen und die haben diese Menge Speicher und das wird sicherlich irgendwie auch naja, aber dann die haben ja genutzt. insgesamt 16 Gigabyte, das ist ja sowohl für die CPU und als auch die, die müssen sich das irgendwie aufteilen. Was ich halt nicht Schon, aber verstehe um die ist, 10 für Spiele bleiben halt über. Ne? Das ist halt der Trick. ich kann ja jetzt, Asgard's Wrath hast du erwähnt, kann ich ja jetzt mit der GTX 1070 total super spielen, ne? Ja, genau. Ja, Bom, bom. wird dann Ja. nicht, wird nicht dann Und besser, kennt ihr irgendein ne? Spiel, Kind, kennt ihr irgendein Spiel, was demnächst rauskommt, was wahrscheinlich noch krasser wird? Es gibt Auch mal eine Flat Games, interessante die jetzt schon die. Herangehensweise. Ja. Ja, nee, Es nee, gibt nee. jetzt schon Flat Flat Games, die Games den sind mir Speicher jetzt schon Latte. Herz füllen. Ja, okay, Flat Natürlich. Games, VR aber. wissen wir es einfach nicht, was nächstes Jahr kommt, welche Entwickler da jetzt noch Das nicht ist eine gesagt haben, was Geschichte, sie bringen. die man sich auch mal durchaus nochmal reinziehen kann bei dem Thema, muss ich mir jetzt sofort eine neue Grafikkarte kaufen? Gibt es überhaupt einen Grund? Tatsächlich gut optimierte Spiele wie Alex oder so, die laufen auf einer GTX 1070 wie Butter. Ja, stimmt. Und das Es ist gibt eine da draußen Geschichte. eine Menge, die haben jetzt erstmal gewartet mit Grafikkarten kaufen. Die empfehlen noch eine 1060 oder noch schlechter. Da läuft es dann eben nicht mehr wie Butter und die würden gerne, aber sind sich trotzdem unsicher. Also es gibt genug Aber Leute, die sich jetzt schon. dann würde ich tatsächlich immer ganz klar empfehlen, einfach sich irgendwo aus der Mitte was rausnehmen. Denn Spieleentwickler entwickeln keine Spiele, die nur auf High-End-Karten Wollte ich laufen. gerade Ja? sagen, ganz genau. Es macht gar keinen Das Sinn. sehen halt auf ist High-End Karten einfach besser aus. Käse. Ja, das ist einfach Wir haben dann Käse. eben, Vor allen Dingen, wir haben die Reverb G2, die hat eine hohe Auflösung, einfach mehr Power. Wissen wir auch mittlerweile, dass die ganze Spieleentwicklung ja Multiplattform sich irgendwie finanzieren muss. Und es wird Es keine. sind ja Es wird nicht nur die Spieler. kaum bemerkenswert PC-Spiele geben, die halt mehr Performance benötigen als eine PlayStation 5 oder eine Xbox. Ja schon, Weil halt kein wenn du eine Entwickler. VR-Brille hast mit der entsprechenden Auflösung halt schon. Das ist ja das Problem. Aber was mich jetzt auch wieder verunsichert, jemand hat im Chat geschrieben, habe schon mal gesagt, Horizon Zero Dawn bis zu 10,5 GB VRAM. So. Ja, aber da musst du auch bedenken, wenn ein Spiel Speicher nutzen kann, dann macht es den auch gerne voll, auch wenn es Sachen gerade nicht braucht. Wenn der Entwickler sagt, ich halte da gerne ein paar Texturen vorrätig, die vielleicht mal gebraucht werden könnten, dann sind die trotzdem im Grafikraum und werden angezeigt. Das bedeutet aber nicht, dass die Texturen alle genutzt werden müssen oder dass es langsamer laufen würde, wenn sie nicht im Grafikraum liegen würden. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Also darauf kann man nicht sagen, Ich okay, jetzt muss aber brauchen die sagen, Karten das alle ist doch 10 auch Gigabyte. Käse. Momentan ist doch der obere Mitteldurchschnitt 8 GB. Also wenn jemand gerade ein Spiel rausbringt, was 10 GB benutzt, dann wird sich das keiner kaufen können. Ist doch Käse, also. Also, ich sehe es nicht ganz so krass wie der Mo. Es gibt sicherlich genug Gründe auch für die schnelleren Karten. Für die 3090 jetzt nicht zwingend. Die 3080 ist, auch wie Nvidia das sagt, eigentlich das Sinnvollste, was man da kaufen kann. Aber wenn ich eine VR-Brille habe wie die Pimax 8KX mit einer Horrorauflösung, da bringt mir das nichts, dass die Spiele keine großen Fortschritte bei der Texturgröße gemacht haben. Die Karte braucht trotzdem wahnsinnig viel Leistung. Da kann ich nur sagen, okay, die 10 GB Speicher werden trotzdem reichen. Also macht euch da weniger Kopf, als ihr jetzt denkt. Nur weil die Vorgängergeneration 1, 2 GB mehr hatte, bedeutet das nicht, dass die 3080 das reicht schon aus. Aber 24 GB ist erstmal noch ein Okay, bisschen übertrieben. ja. Also ich glaube, man kann festhalten, für alle, die jetzt eine 8KX haben und die damit jetzt DCS spielen wollen, mit der besten Auflösung, die es überhaupt gibt, die können vielleicht darüber nachdenken, sich eine 3090 zu holen, aber für die allermeisten anderen ist eine 3070 oder eine 3080 wirklich gut genug. Ich tippe mal, wer jetzt eine 2080 hat und sich eine 3070 kauft, wird enttäuscht sein.
Wenn du 2080 Super hat, sowieso. Wenn du 2080 Ti hat, ist dämlich, wenn er sich die 3070 kauft. Ja, Wenn, dann dann eine nehmt 3080, ihr, wenn klar. ihr schon eine schnelle Karte habt, eine 3080, wenn ihr mehr Leistung wollt. Ja. Aber ja, man muss eine 2080 Ti jetzt nicht verkaufen. Ja, aber lohnen sich denn die 200 € von der 3070 auf die 3080? Sollte man da lieber die Da 3080 gehe ich kaufen? schon von aus. Also, es ist nicht nur der größere Speicher, sondern auch der deutlich schnellere Speicher. Okay. Und ja, eben auch die knapp 2000 irgendwas mehr Shader sind auch gar nicht mehr so unpraktisch. Also, ich würde sagen, dann, Niki, hol dir lieber eine 3080. Zumal die mit 699 verdächtig günstig ist. Ja, Ich hätte wirklich. Nvidia zugetraut, die für 999 zu verkaufen. Und Ja. sie hätten es machen können. Ja. Ja, deine Entscheidung jetzt, Niki. Nee, ich entscheide mich jetzt, Läuft entscheide davon. ich mich Jetzt musst du definitiv nicht. bestellen. Jetzt gibt es auch Okay. noch Watch Dogs Legion dazu. Die Legion im Flat. Hey. Super. Ja. Aber es gibt ja noch ein paar andere spannende Sachen. Wir haben ja bei der PlayStation 5-Ankündigung gesehen, dass die SSD direkt ansteuern kann und SSD-Daten direkt in den Grafikraum schaufeln kann, ohne Umweg über den Prozessor. Das kann die RTX 3000 auch. Zwar mit einer ganz ähnlichen Technologie, nur dass der Chip dafür eben direkt in den Grafikprozessor drin steckt. Aber wir können auch da tatsächlich riesige Datenmengen in hoher Geschwindigkeit ohne CPU-Last von der SSD auf die Grafikkarte streamen. Vielleicht ganz nett für diese Unreal Engine Features, die sie da vorgestellt haben, mit gigantischen Geometriemengen und Texturen, die dann eben nachgecached werden. Ja. Da macht vielleicht auch ein kleinerer Speicher dann ein bisschen weniger aus, wenn Okay. das geschickt implementiert wird. Sogar noch Okay. eine Spanzentechnik. Ja. Spanzentechnik. Dort, ich habe noch mal eine Frage. Und zwar, ich habe gelesen, ich habe von einigen aus der Community gelesen, dass sie erstmal auf die AMD-Karten warten wollen und sie deswegen keine Nvidia jetzt kaufen. Was würdest du dazu sagen? Macht das Sinn? Es kommt drauf an, wenn man eine 3090 kaufen wollte, wird man auf die AMD-Karten warten können, solange man will. Die Leistung glaube ich nicht, dass AMD sie bringen wird. Die hängen, so leid mir das für sie tut, so eine halbe Generation immer hinterher. Okay. Ich würde mich freuen, wenn sie es besser schaffen würden, klar. Wer mit einer 3070 oder so liebäugelt, kann da vielleicht wirklich warten. Aber VR-Gamer haben bei AMD bisher immer so ein bisschen das Problem gehabt, dass es so ein paar Kinderkrankheiten gab. Da sind dann tatsächlich die Treiber auch nicht so gut wie die bei Nvidia für VR-Games zumindest. Kein Und DLSS. es fehlen tatsächlich Features wie DLSS, weil AMD schon angekündigt hat, dass sie eben keine extra KI-Kerne und haben. Das würde dann eben Rechenleistung von den normalen Shadern fressen und das würde sich auffressen. Also Ja. DLSS könnte wirklich eine riesige Größe im VR werden, wenn mehr Entwickler das nutzen. Was aber bei Indie-Games eher erstmal nicht passiert, sondern wieder nur bei großen Titeln. Okay. Muss man für sich selber sehen. Ich persönlich bin eigentlich AMD-Fan, würde trotzdem auf Nvidia setzen. Ja. Also ich würde auch sagen Nvidia. Nvidia 3080, das ist so der Sweet Spot meiner Meinung nach. Ja, cool. Finde ich cool, dass die Karten nicht so teuer sind, wie wir gedacht haben und dass sie doch anscheinend recht viel können. Ja, Also. und für uns YouTube-Menschen haben sie ja sogar noch einen Vorteil. Du kannst den Hintergrund ohne Greenscreen einfach rausrechnen lassen. Das macht die Ja. Grafikkarte. Ja, cool. Ist doch nett. Ja, super. Und für mich mit meinem Fenster offen und den lauten Autos draußen, diese Funktion, dass man den Ton bereinigen kann um Hintergrundgeräusche, die ja die 2000er schon können, das hat die 3000er verbessert auch nochmal. Das ist eine echt geile Sache. Da kann im Hintergrund ein Föhn oder ein Presslufthammer arbeiten, du hörst trotzdem nur deine Stimme. Okay, ja, da gab es eine coole Rauschunterdrückung. Demo von, genau, dass das wirklich gut Sehr funktioniert. cool. Schön, dann kann ich ja meine Das Frau hier Einzige, was einladen zum tatsächlich mal Haare Sinn ergibt bei diesen ganzen Grafikkarten, das fand ich föhnen. nämlich auch nett, dass man sich freistellen kann ohne eine Greenscreen-Gejoggle und so. Ja. Wobei ich mir, wobei es auch wahnsinnig auffällig war, wie sehr der Typ, der das vorgeführt hat, sich nicht mehr bewegt hat im Video. Habt ihr das auch Achso, gedacht? nee. Er hat schon so, Sehr hallo, ich gut kann mich funktioniert freistellen. das. Schaut mal, Hey. hallo, geht richtig Ich darf nur gut. den Mund nicht Ja, bewegen. na. Und ja, ich würde auch mal sagen, wenn die Karten alle in Wild sind, einfach mal gucken, was das Zeug wirklich macht. Ja, wie Und gesagt, ich sage auch, nicht immer hypen lassen. nicht kaufen, bevor ihr nicht gesehen habt, was sie können. Das ist Und eine schöne vielleicht wirklich Richtlinie. drüber nachdenken, ob es in den nächsten 2 Jahren irgendeinen VR-Titel gibt, der das überhaupt nötig macht. Das ist auch Macht Sinn. Sinn. Das Das macht macht wirklich wirklich Sinn. Brille, die es überhaupt nötig macht. Denn es kann auch bestehende Titel ruckeln, wenn deine VR-Brille zu hoch auflöst. Eine Ja. 3070 kannst du mit der G2 nicht mehr glücklich machen. Das bringt keinen Spaß. Eine Sebastian hat gesagt, 1070 meine doch. ich.
Ich habe mir Sehr Sebastians genau. Video angeguckt. Der hat gesagt, kannst du auf die halbe Auflösung schalten, dann ist Ganz alles gut. genau, Ja, aber ja. dann sieht es halt nicht mehr gut aus, Nee, weil du auch hast gar keine Zeit bekommen. mit der 3070 wird die G2 gut laufen, weil die läuft schon mit der Ja, aber 2080 gut. was ja der Punkt in Sebastians Video war, du kannst jetzt mit einer 1070 natürlich die G2 mit halber Auflösung nutzen, aber sein Aber war ja in dem Video immer, wenn du dann die richtige Bildqualität willst, die wirklich in einer G2 aussieht, dann brauchst du halt leider doch was Schnelleres. Und dann ist spätestens ab Oktober die 3070 der beste Einstieg. Ja, auf jeden Fall. Denn 500 warum Euro. jetzt noch eine 2080 kaufen? Das ist Unfug. Die kostet auch 600 Euro. Schade für Däh. alle, die sich jetzt gerade 2080 Ti gekauft haben, aber ich denke mal, das waren nicht so viele. Für 500 Euro kriegt ihr die bei Aber eBay. Ja, tatsächlich, genau. Für 500 diejenigen, Euro. die sich das dann jetzt gerade gekauft haben, hört das nächste Mal Ich war auf ein mich. Stück. Kauft euch aus Ich der war ein Mitte Stück. das Modell. Es macht nie Sinn, sich das High-End-Modell zu kaufen. Das ist immer Bullshit. Ja. Warne meinen Kaufberatern schon seit 2 Monaten, sich jetzt keine Karte mehr im Preisbereich über 600 oder 500 Euro zu kaufen, weil es Unfug war. Wer dann aber wirklich so lange gewartet hat, der wird ab Oktober mit einer 3070 echt glücklich werden können. Oder mit einer Ja. 3080 sogar super glücklich. Denn ja, natürlich, die Technik geht voran. Während Monitore nicht mehr so große Steigerungen haben, da haben wir vielleicht 4K-Monitore. Aber VR-Brillen, da tut sich tatsächlich noch was, was wirklich Leistung frisst. Und wenn jetzt eine 2K mal 2K-Brille mit 144 Hertz kommt, da freust du dich auch über eine 3080 statt einer 1070. Ja. Ich kann ja meine Index mit der 2080 schon kaum ausfahren mit 144. Teilweise schon haarig. Also allgemein kann man sagen, die Nvidia 3000er Serie wurde sehr gut angenommen. Das war ein schöner Launch, würde ich sagen, oder? Wurde allgemein von der Community sehr positiv Ja, aber angenommen. auch Ja? weil die Preise endlich wieder stimmten. Ja, genau. Das war ja unverschämt zwischendurch schon. Wird schwierig jetzt für AMD, das zu kontern. Die Preise, die Leistung, ne, DLSS, also es wird wirklich schwierig. Da hat Nvidia wirklich gut vorgelegt und ja, eine 3070 für 500 Euro ist einfach, das sind gute Neuigkeiten für VR, weil mit so einer Karte wird man schon Spaß haben. Und die Richtig Spaß haben. 530, die 3070 geben ja schon vor, dass eine 3060, die ja auch irgendwann kommen wird, eben deutlich unter 500 kosten muss, wahrscheinlich eher so 400 oder 350. Und eine 3060 tippe ich mal so auf dem Leistungsniveau von einer jetzt 2080 oder Generation der 4080 Ti. Es ist auch eine Hammerleistung, ne? Für dann definitiv deutlich unter 500 Euro. Ja. Also wer jetzt eine ganz kleine Karte hat und nicht so viel ausgeben will, der kann auch noch ein paar Monate länger warten. Ich tippe mal Anfang nächsten Jahres kommen Ja. dann eben die Mittelklasse-Dinge. Wow. Okay. Das war's, denke ich mal, zu dem Nvidia 3000er Thema, oder? Gibt's noch was nachzutragen? Nee. Es gibt kein DisplayPort Nee. 2.0. Ah Das ja, ist so ein genau. bisschen schade. Und Stimmt. Virtual Link ist tot. Jetzt Ja, komplett Virtual Link ist offiziell. total Das war tot, schon ja. länger tot, aber jetzt wissen wir es. Hat ja auch Nicht schade, keine ich habe den VR-Brille wirklich gebraucht. benutzt, komischerweise. Nee, klar. Komisch. Und DisplayPort 2.0 wäre halt schön gewesen, wenn jetzt tatsächlich noch eine höher auflösende Brille oder noch mehr Hertz oder sonst was kommt. Die werden mit HDMI 2 nicht mehr so glücklich und mit DisplayPort 1.4 auch nicht. Das heißt, es bremst ein bisschen aus, dass jetzt eine 1.500-Euro-Karte noch nicht mal den für Ende diesen Jahres vorausgesagten DisplayPort 2.0 hat. Das ist ein bisschen schade, aber nicht lebenswichtig. Gut. Ja, schönes Thema. Ne, Mo? Ja, geil. Ja, So ein endlich. PC-Hardware-Stapel kann man nie genug aufeinander reihen. Genau. Schön. Also auch da Nvidia, ne, falls ihr das hier gerade zufällig seht, ich freue mich über jedes Testmuster, sonst muss ich mir den Scheiß wirklich selber kaufen, das ist dann trotzdem teuer. Ich brauche auch ein Ja. Testmuster. Genau. Nur Mo. Mo braucht Wie kein gesagt, Testmuster, denn er hat nee. eine PS4 Pro. Ja, Leute, alles in Leute, Ordnung. tatsächlich, ich entscheide sowas, wie gesagt, ich bin offensichtlich der Einzige unter uns, der einen PC auch zum Arbeiten benutzt und nicht nur für Spielereien. Ich arbeite auch Ich damit. arbeite auch damit. Ich habe da getrennte Textverarbeitung, PCs keine für. Arbeit, die man an einem PC machen muss. Ich habe da getrennte PCs für. Ich werde das folgendermaßen machen und vielleicht macht das für jemanden Sinn. Ich werde gucken. Wenn ich einen Job reinbekomme, wo ich merke, ich brauche ein bisschen mehr Render-Power, dann hole ich mir eine entsprechende neue Grafikkarte. Vorher nicht. Ganz Ja, simpel. macht Sinn. Und ehrlich gesagt sehe ich das bei VR-Spielen genauso. Wenn da eins ist, was mich interessiert und was aus irgendeinem crazy Grund nicht mehr mit der jetzigen Hardware laufen sollte, was ich mir nicht erklären könnte, dann würde ich mir was Neues kaufen. Vorher nicht unbedingt. Ich sehe da gar keinen Aber Anlass. Also.
Wenn du jetzt in VR einsteigen würdest und deine erste Brille wäre eine G2 oder eine Pimax 8KX, dann würdest du trotzdem ganz schön bedroppelt gucken mit einer 1070. Also auch Ist, ja, neue okay, Hardware ist brauchst aber du auch ja. ein anderes Szenario, ne? Also, wie gesagt, ich als jemand, der jetzt letztens noch eine 1080 Ti betrieben hat und mittlerweile eine RTX 280, aber mobil, ich verlange einfach, dass die Spiele trotzdem laufen. So. Werden sie Würde wahrscheinlich die auch. das, Hardware dann halt nicht zwingen. das soll laufen und ich bilde mir. Nee, ja, ganz simpel. Also, ich kaufe mir das, sobald ich die Performance wirklich benötige. Ja. Wenn ich mir, also bei mir ist ja zum Glück, ich kann mir das dann auch immer für den Job kaufen, ich kann es dann eine Steuer absetzen und damit sind die Ausgaben für mich irrelevant. Die habe ich halt mit dem einen Job, den ich damit mache, habe ich die drinne. Ja? Ich hasse es nur, einfach so ein Technikgeschwurbel zu machen. Ich bin echt kein Fan davon, mir irgendwie jedes halbe Jahr in die Hose zu scheißen, weil ich nicht weiß, wie ich mich upgraden muss, sondern. Aber es geht ja auch tatsächlich nicht darum, dass jetzt jeder, der eine 2080 Ti hat, sich unbedingt eine neue Karte kauft. Es geht halt auch darum, dass eine Menge Leute langsamere Karten haben, aber sich jetzt eine G2 vorbestellt haben und einfach die Leistung brauchen. Und dann ist ja sinnvoll zu wissen, welche dieser Leistungen sie brauchen oder gerne hätten. Und dass Ja. es eben nicht die 3090 sein muss, sondern die kleineren halt auch reichen. Aber was, ja, also für VR ist das ja nochmal speziell interessant, weil das wirklich mehr Performance braucht. Immer noch. Ich frage mich aber wirklich, was die Flatingos so machen. Denen kann das auch Kaufen alles sich sagen, oder? 8K-Monitore und freuen sich über die 3090 mit 60 Hertz Weil Frames, sonst was. mal im Ernst, so eine jetzige RTX 2 irgendwas, die läuft doch in Flat-Spielen, läuft die doch, oder bin ich bescheuert? Hast du schon mal in 4K mit über, sagen wir, 100 Hertz spielen wollen? Das läuft nicht mehr. Wieso sollte ich? Du nicht, aber es gibt Menschen, die wollen das, weil sie sich gerade einen Monitor gekauft haben, der das kann. Hier, der gute Repu hat sich gerade diesen tollen Samsung 49 Zoll mit 5120 mal bla Pixeln und 120 Hertz Vor allen geholt. Dingen Fortschrittsverweigerner. Ich weigere mich tatsächlich zu glauben, dass das mit diesem mehr Herz, mehr Pixeln, mehr Schwanzlänge einfach mehr Spaß zustande kommt. Das ist meine feste Meinung. Muss ich jetzt echt Ich mal sehe ganz auch keinen klar sagen, Unterschied Leute. bei Monitoren, gerade auch wieder die Rennspieler und die Simulatoren, die freuen Also sich da schon drüber. ich sehe so viele Leute im Internet, die fangen mal an, Pixel zu zählen und so. Aber die Software da draußen für VR, die wirklich Freude bereitet und die Spaß macht, die ist erstaunlicherweise immer gut optimiert und braucht gar nicht so wahnsinnig viel Performance. Das ist mir auch schon mal aufgefallen, ja. Ich weiß nicht, ob da immer Alex war so da ein das sehr gutes Haie Beispiel. liegt. Ja, Alex Aber ist ein Katze. fantastisches Beispiel. Absoluter High-End-Titel und läuft auf Medium-Hardware fantastisch. Und ich weiß nicht, ob es unverschämt ist, wenn ich das einfach erwarte. Aber du hast ja Das bald Portman dürfte ja auch bald die gut G2 optimiert Mo. sein. Und ich denke mal, mit Ja. der 2080 wird es kein Problem geben auf deinem mobilen Rechner, aber mit der 1070 wird es dann schon ein bisschen schwierig. Ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass sich das bei mir früher oder später dann automatisch erledigt, weil ich mir eventuell für den Job dann wieder auch da eine neue Karte hole Ja, oder gut, so. okay. Und ich glaube, ich bin so ein Typ, der damit leben könnte, die halbe Auflösung der G2 zu Okay, fahren. ja. Wenn Sieht immer dadurch noch die ganz gut aus. Spiele flüssiger, aka spielbarer werden, ja. Ja. Das ist eine Geschichte, die ich auf dem PC tatsächlich noch nicht hinbekommen habe, dass einfach alles läuft und dass ich nach wie vor ein bisschen anstrengend finde. Trotzdem nicht, wenn du auf dem Notebook die volle Auflösung fährst, dass du dann freiwillig zu heim gehst. Das Ich denke, ich halte ich für auch, ja. unrealistisch. Das sieht nämlich richtig gut aus. Ja, Ja. ich lasse mich mal überraschen. Ihr habt das schon gesehen, ist Ja. wahrscheinlich interessant, aber wie gesagt, ich kenne es nur aus meiner Praxis. Ich sitze hier. Hab mit der Index was gespielt und dann habe ich Spaß und dann setze ich mich an die PlayStation, habe noch mehr Spaß und Ja, aber das sind halt Pixel und unterschiedliche so sind Plattformen, manchmal, unterschiedliche ja, Spiele. sind manchmal nicht. Wenn du Nee, das das. ist tatsächlich auch dasselbe Spiel teilweise. Ich habe zum Beispiel Battlezone einfach aus irgendeinem Grund gesuchtet, ich weiß nicht warum. Natürlich, als ich im Urlaub war mit der Rift über Quatsch, mit der Quest über Link am PC, ja. Und zugegeben, da ist die Bildqualität halt nicht optimal. Und dann habe ich es hier zu Hause einfach, weil es bequemer ist, wieder auf der PlayStation gespielt. Und da ist es halt angenehmer, weil es stabile Framerate hat. Und
Ja, Ja, und auch die ich hast habe du dann halt mit einer Spaß. besseren Grafik, Alter. Ja, aber dafür muss ich dann halt alle Vierteljahr wirklich ganz, ganz nervös sein, was ich mir für eine neue kaufen möchte und Ach, so. ich würde einfach sagen, jedem das Musst du ja Seine. gar Wer nicht. auf ein Ja, Upgrade eben. möchte, der degradet halt ab. Und Auf jeden Fall, wer genau. zufrieden ist, der ist halt zufrieden. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Wie sagt man, ein Bla für die PC-Grafikkarten zu brechen. Mir ist wahnsinnig aufgefallen, dass sie in dieser Generation, jetzt in der Dreier-Generation, wirklich wieder vernünftige Preise haben. Ja, Und das ist das wirklich in Ordnung. finde ich gut. Das finde ich gut. Genau. Das war Also. in der 2000er-Generation absoluter Schissel, was sie da gemacht haben. Ja, Das ganz dürfte ihm genau. aufgefallen sein, hoffe ich. Und deswegen kann man, wenn man möchte, jetzt getrost upgraden zu der 3000er-Serie. Das war's jetzt aber zum Thema Nvidia 3000er-Serie. Ich denke mal, das war für die allermeisten wirklich spannend. Also für die, die upgraden wollen. Gut. Dann haben wir noch ein Thema, und zwar Musik hat die Community gemacht. Ja, und zwar möchte ich da mal die drei Flatingos hier erwähnen, nämlich Chris Reality, Tupac und Hoshi82. Die haben nämlich einen schönen Song gemacht und dazu auch ein wirklich total abgefahrenes Musikvideo. Ja? Leider war ich nicht bei dem Stream dabei, da an dem Tag war ich nicht hier im Studio. Und ja, da würde ich sagen, schauen wir mal ganz kurz mal rein, was die Jungs da gemacht haben. Wir kriegen nie genug, wir kriegen nie genug. All die Dinge, die du machst, und nichts ist unmöglich. Wir kriegen nie genug, wir kriegen nie genug. Wir starten wie als wenn es gar nichts wäre. Und wir kriegen einfach nie genug. Zocken zusammen hier in die Via-Welt. Wir kriegen nie genug, wir kriegen nie genug. Immer wenn ich an Via denke, weiß ich, wir gehören zusammen. Wir kriegen nie genug, wir kriegen nie genug. We are Gottheiser, diese brennende Liebe. Und wir kriegen einfach nie genug. Ich kriege nie genug, 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 ich wenn es regnet. Die Sonne in VR für mich. Wir kriegen nie genug. Wir kriegen nie genug. Wie ein Regenbogen in VR sind wir frei. Wir kriegen nie genug. Wir kriegen nie genug. We are as wie ein Engel und gib mir die Liebe. Und wir kriegen einfach nie genug. Jo, Ja, das war das waren die drei Flatingos. Total cool, finde ich das, dass sie das gemacht haben und dass sie daraus auch ein Event gemacht haben und ja, die Community eingeladen haben. Total cool.
Haben sie Wir richtig kriegen nie schön genug. gefordert. Genau, Wir wir kriegen kriegen nie genug. Ja, geil. ja. Die Community ist einfach der Wahnsinn und einfach toll, ja, dass man einfach mal sowas macht. Ja? Also die allerbesten Grüße an die drei Flatingos. Habt ihr wirklich total cool gemacht und ja, mehr davon, würde ich sagen. Ja, das war's für Folge Nummer 44. Oder gibt's noch was? Noch ein Lied? Ja, das werde ich gleich als Outro benutzen. Genau. Als Outro. Bevor es losgeht hier noch mit unserem bisschen Gequatsche. Ja, genau. Dann war's das für Folge 44 von Alternative Realitäten. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, würden wir uns sehr über den Daumen nach oben freuen. Und natürlich wäre es auch toll, wenn ihr uns bewerten könntet. Und zwar in der Podcast-App auf eurem iPad oder iPhone. Einfach nach alternativen Realitäten suchen und uns bewerten. Das wäre wirklich super. Und jetzt zum Abschluss noch gibt es ein Outro. Ein neues Outro, was Real Subunabi für uns komponiert hat und auch eingespielt hat. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Das also ist so gut. Hört es euch so an gut. Und nach dem offiziellen Outro geht's dann los mit dem Quasselteil hier. Also, das war's. Macht's gut. Bis zur nächsten Woche. Ciao. Tschüss. Empfehlt uns weiter. Bye. Ach ja. Ich weiß nicht, ob sie es überhaupt hören. Hört ihr was? Nö. Ich höre den Stream ja nicht. Also. Ich habe den Stream eingestellt. Okay. Ich glaube, das ging nicht. Nee. Schade. Ja, dann hat es nicht geklappt. Aber ich werde das jetzt noch mal reinladen. Genau. Schade, schade. Okay. Also war okay. Technisch ja. Problematisch. Dann ein Moment. Lade ich das hier mal rein und zwar Media Source. Ha, hab dich. Das ist nämlich zu gut, das wollen wir euch nicht vorenthalten. Ich kriege nie genug. So. Ich kriege nie genug. Ja, deshalb muss ich jetzt die Katze streichen, da kriege ich auch nie genug von. So, jetzt müsst ihr kommen. Kommt die 4, 2 mit Wasser, 2 mit Bier, die 4 Auserwählten. Sie wissen immer voll Bescheid, zeigen uns Gelassenheit, wir wissen nicht, was wir ohne sie täten. Spiele programmieren, Technik sich verlieren, Intellektuelle, Wortathleten. In ihren Fassen sind die Besten aus dem Osten, aus dem Westen, mit den virtuellen Wintern und Zähnen. Jeden Sonntag ist wahr, egal ob Sonne oder Regen. Uns zeigen Niki und der Mo, Sebastian dort im Co. die alternativen Realitäten. Der Stream ist ausgegangen. Ich spiel's jetzt noch einmal. Sorry. Kommt die 4, 2 mit Wasser, 2 mit Bier, die 4 Auserwählten. Sie wissen immer voll Bescheid, zeigen uns Gelassenheit, wir wissen nicht, was wir ohne sie täten. Spiele programmieren, Technik sich verlieren, Intellektuelle, Wortathleten. In ihren Fassen sind die Besten aus dem Osten, aus dem Westen, mit den virtuellen Wintern und Zähnen. Jeden Sonntag ist uns klar, alles ist heute wunderbar, egal ob Sonne oder Regen. Uns zeigen Niki und der Mo, Sebastian dort im Co. die alternativen Realitäten.
Jetzt hat es funktioniert. Ja, cool. Vielen Dank, Real Subunapi, ne, dass du uns das komponiert hast und eingespielt hast. Wirklich vom Allerfeinsten. Und ja, Hammer. Wie findet ihr das? Schreibt es doch mal hier in den Chat rein. Das ist perfekt. Ey, das ist so gut. Ich liebe das. Wir haben auch gesagt, das ist zum Ausklang und nicht als Intro, weil es eben so ein bisschen melancholischer ist. Aber es ist so schön, das ist doch genau das, was Musik schön macht, oder? Also, das ist einfach wunderschön, die Musik, der Gesang. Dann haben wir schon ein Outro. Brauchen wir nur noch etwas im Dur fürs Intro? Oder? Ja, du kannst ja mal was singen. Nee, lass mal lieber. Ich will ja hier keinen Vertrag. Da hilft auch Autotune nicht mehr. Oh, irgendwo fährt ein Auto getuned durch die Gegend. Ich höre das. Der Scotchman möchte davon gern einen Remix machen. Ja, cool. Das wäre natürlich cool. Dann brüllt Sebastian gerade vom Klo oder was macht er? Nee. Aus seinem Bierkeller. Ja, vielen Dank, dass ihr alle heute dabei wart, natürlich wieder. Und ja, Real Subunapi, super genialer Song. Perfekt, einfach nur gut. Hier der Techmaster fragt, ob man die Index 2020 noch kaufen sollte oder nicht. Ich mag die immer noch. Ich mag sie auch, natürlich. Klar, die Bildqualität der G2 wird geiler, aber ich mag das Komplettpaket immer noch sehr. Also warum? Gefällt mir auch gut. Also warum nicht? Kann man sich auf jeden Fall kaufen. Schon weil das Tracking eben auch wirklich schön ist, die Controller problemloser funktionieren, man das Ganze eben aus einer Hand hat und ist nett. Aber ich finde die G2 halt auch ganz geil. Ja. Also für die Leute, die das Tracking haben wollen, das Lighthouse-Tracking und die Controller, genau. Ja, genau. Kann man sich auf jeden Fall die gute Index kaufen. Ich bin mal gespannt, ob die irgendwann den Preis senken, weil wer weiß. Ja. Hauseigene Konkurrenz oder so. Ach, aber sie verkaufen die ja immer noch ganz gut, denke ich mal. Ja, ist ja immer noch Wartezeit. Und so lange werden sie die dann wohl nicht senken so schnell. Hat aber auch noch nicht die ganze Welt mitgekriegt, dass es eine G2 geben wird. Das stimmt. Ja, wir hatten heute 300 Zuschauer mal kurz, bis der Stream dann zusammengebrochen ist. Das krass, ist so oder? Ungerecht, oder? Ja. Das immer in solchen Momenten passiert. Ja. Aber wie gesagt, mir ist es diese Woche auch passiert, gerade da, wo es in dem Spiel spannend wurde. Gut, ich konnte am nächsten Tag dann nochmal streamen. Am Samstag habe ich dann nochmal gestreamt, weil ich es ja nicht zu Ende spielen konnte. Ich war gerade in so einem Horror-Zirkus gewesen und ja, da kackt es halt ab. Mann, ey, genau. Ja, genau. Gib doch mal den Daumen nach oben, sagt BS gerade. Hi, Salvatore. Ja, haben erst auch schon einige anderen geschrieben, dass noch keine E-Mail kam, aber das beruhigt mich doch etwas, dass doch noch einige Leute dabei sind, die keine E-Mail gekriegt haben. Danke, dass du Bescheid sagst. Ja. Weil ich mache mir da wirklich Gedanken drüber, weil ich ja mit der Index schon so ein Pech hatte, die ja nicht gekommen ist, die ist so lange nicht gekommen, bis ich sie storniert habe, weil dann die G2 kam. Ja. Ja. Ich habe übrigens auch eine Index-Geschichte. Erzähl sie ich uns. Ich habe jetzt meine original erste Index, die ich auch im März gekauft habe und nie benutzen konnte. Die erste hatte Soundeffekt, habe ich zurückgeschickt, haben sie eine neue geschickt. Die zweite hatte so Display, war nicht so richtig groggy, zurückgeschickt. Und jetzt habe ich die dritte Index bekommen, die jetzt komplett funktioniert. Und jetzt habe ich zwei funktionierende Indexen zu Hause und kann eine verticken. Indexen, okay, cool. Das ist ein geiles Wort. Indexen. Ja. Aber die Indexen, Mensch. Es kann auch klug sein, ein Ersatz-Headset zu Hause zu haben. Ja, wenn mal was kaputt geht, ne? Immer gut, ein wenn man mal, zu ja. haben. Oder nee, ein Ersatz-Ganzstock, wenn man mal vom Stuhl fällt. Was? Oder ein Ersatz-Ganzstock, wenn man mal vom Stuhl fällt. So, ja. Oh mein Gott, ich dachte, das ist alles noch glimpflich ausgegangen, die ganze Sache, vom Stuhl fällt. Aber nee, ich glaube, es war Mittwochabend, schon ziemlich spät. Ich habe ja dann bis Donnerstag habe ich kein VR mehr gespielt. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist ein Ding. Ja.
Und dann liegt dort neben dem Stuhl noch mein Gunstock, weil ich muss ja hier nicht aufräumen. Das ist ja ein Zocker-Chaos-Zimmer hier. Ja, ich gucke dann so auf meinen Gunstock und dann dachte ich, der Ist sieht aber kaputt. seltsam, seltsam verbogen aus. Dann gucke ich mir das Ding mal genau an, ist der an zwei Stellen gebrochen. Das ist aber ärgerlich. Ja, bin halt in den Boden damit gerammt, aber ja, war kaputt Ganz jetzt. unangespitzt den Boden rammen. Total bescheuert, es war total bescheuert. Sag mal, aber Also, übrigens, ne? Gunstock, ich habe letztens zu meinem großen Erstaunen gesehen, dass man in Contractors mittlerweile komplette alte Call of Duty Maps spielen kann. Wie geil ist das denn? Ach cool. Und das Ja. Spiel, das entwickelt sich so gut weiter Ja, und ja. irgendwie wird es ein bisschen vernachlässigt. Ich glaube, man sollte da mal einen Contractors-Abend veranstalten. Also Geht zu schön. sehr unter Hat dafür, dass es mich. echt verdammt gut ist. Ich finde, das hat mit das meiste Potenzial. Also. Definitiv. Das Spiel, das sieht sehr schön aus. Ja. Und wie gesagt, Schlecht. ich konnte alte Call of Duty Maps spielen. Ich war richtig geflasht. Das war echt nice. Ich muss mir das Spiel auch mal wieder angucken. Das hast du Das habe gesuchtet ich schon so damals, ne? lange nicht No? mehr Call of gespielt. Duty? Ja, so vor VR, also und vor Ja. Battlefield war ich wirklich und so Modern Warfare 1 und 2 und so, wirklich Nächte um die Ohren geschlagen und dann in diesen Karten selbst drin zu stehen, ist schon abgefahrener Scheiß. Cool. Ich weiß nicht, ob die das Original da wirklich einfach importiert haben oder so. Ich habe da keinen Unterschied gesehen, tatsächlich. Also total geil. Ja? Ich Lustig weiß ist leider ja, nicht, wie die alle mit Namen heißen, aber ja. cool. Meine ersten Contractors-Runden habe ich tatsächlich mit Lonely Viper gemacht und ich habe mich so totgelacht über dessen Sprüche. Ja, der ist schon gut. Der Der stimmt. war cool. Euer Techmaster Team Winner Mates. 1409, ja, bestell dir die Index. Du wirst Spaß haben, auf jeden Fall. Der Lonely Viper ist ein ganz toller YouTuber und Shooter-Spieler. Ja. Ach Ja. so, wir haben Ich ein fand jetzt so Thema. brüllenwitzig, ernsthaft. Ja, ist ein guter Typ. Wir haben ein Thema gar nicht besprochen, und zwar Medal of Honor. Da haben wir jetzt gehört, was es für Multiplayer Modi gibt. Und das ist halt kein Koop. Das ist also nicht, dass man die Einzelspieler-Kampagne zu zweit spielen könnte, sondern es sind so die normalen Multiplayer-Dinger. Team Deathmatch und so, Bin blabla. für mehr Singleplayer-Kampagne im Ich auch. Koop Ich spielen, auch. keinen Ich, Spiel. das, Ich stehe da genau. total drauf. Gemeinsam die Story erleben. Ja, aber das hast du dann Sagt einmal immer. durch und dann war es das auch. Also ich finde schon Ja, Multiplayer das beides, langfristig beides. geiler. Ja, ich weiß. Natürlich, Beides, aber beides. ja. Beides. Dieses Erlebnis Einfach einmal beides halt. haben, auch wenn es so 3, 4 Stunden sind, das ist einmalig, ist cool. Ja, wirklich. Das gemeinsame Erleben so. Wir haben viel zu wenig Stormland gespielt dort. Wir haben es einmal Ja. gespielt, ne? Das war unglaublich Wollten geil, dann aber immer wir wieder, dann haben. hat es nie geklappt. Ja. Genau. Schade eigentlich. Da ist noch Ich viel stehe, drin. glaube ich, mit diesem Rechner und diesem Spielstand immer noch an der gleichen Stelle. Ja, genau. Aber es hat damals Spaß gemacht. Ich hab's durchgespielt. Und wie Schön. war's? Ich auch, aber nicht auf diesem PC dann. Wie hat's dir Was? Was gefallen? hast du? Wie hat's dir gefallen? Es ist geil, ne? Also nach Ja. hinten kam da nicht mehr viel, ne? Das Hm. ehrlich gesagt auch. Aber es ist natürlich echt. Von der Spielmechanik ist total Bombe, fand ich. Ja, da das Gleiten und Schießen Genau. und alles sehr, sehr geil. Ja. Wisst ihr, was ich letzte Woche gespielt habe? Ich habe Max Payne 3 gespielt in Flat. Und mir Hm. ist bei Max Payne 3 aufgefallen, dass sich Alex an einigen Stellen wirklich ganz ähnlich angefühlt hat, nur halt viel geiler bei VR. Aber so ein paar Erzählmechaniken und so ein paar Level-Designs haben mich wirklich so ein bisschen an Alex erinnert. Ich würde mich Okay. nicht wundern, wenn die Entwickler da so ein paar Anleihen genommen haben. Ja, aber gerade so speziell, weil es war doch nett. So ein Max Payne in VR würde ich mir tatsächlich Oh ja, wünschen. das würde Max Spaß Payne machen, 3 ja. in Max Payne ist 3, das gut. wäre der Hammer. Ganz Ja. genau. Vor allen Dingen, weil eben auch so Sachen wie Bullet Time in VR einfach so geil funktionieren. Stimmt. Wow. Ich bin übrigens immer noch sehr glücklich, dass wir 300 gleichzeitige Zuschauer erreicht haben. Aber YouTube war nicht glücklich. Ja, aber das heißt, wir werden es nochmal erreichen werden. Das Ja, finde ich total cool. natürlich. Das ist Natürlich. Wahnsinn. Haben wir dann 4 oder 5 Unterbrechungen, wenn wir 600 Ja, Zuschauer haben? vielleicht. Und müssen wir Werbung einblenden dann doch noch? Ja. Wer weiß, was passiert, wenn noch mehr Leute in die virtuelle Realität reinkommen.
Dann wollen Sie sich vielleicht auch einen Podcast dazu schauen zum Thema. Ich hab bei GamePro einen Artikel gelesen, wo sich der Autor Sorgen gemacht hat wegen Hitman in VR, dass das dann doch zu realistisch und zu viel Mord und Blut und zu wenig ironisch und von außen und so sein könnte. Ach so, dass Und ob man wir dann dann nicht die erste rausläuft. Killerspiele-Diskussion haben. Ah. Ja, eine Killerspiel-Diskussion hatten wir in VR noch nicht so, ne? Nee, aber wenn ein paar große, blutrünstige VR-Games von AAA-Studios mit Millionen Werbebudget kommen, Ja. dann werden auch Leute darauf aufmerksam, die ansonsten nicht so. Ach, die kennen sich damit eh nicht aus, die wissen nicht, was VR ist. Ja, aber wenn die dann Screenshots sehen und dann einer sagt, ja, und da machst du das dann mit eigenen Händen, dann reicht das ja schon. Oder meinst du, die Computerspieleprüfer haben sich damals mit C64 ausgekannt? Ich glaube, sie werden sich einfach deinen Blade & Sorcery Stream anschauen und dann werden sie das ganze VR vermieten. Ja. Ja, genau Dieses das. VR ist ja echt ganz schlimm. Genau das. Ganz, ganz schlimm. Und ich gehe ja nur auch wirklich jeden Tag auf die Straße und bringe Leute um. Deshalb wohnen ja so wenig in diesem Dorf. Das ist ja Ach nicht so, dass so, es klein, ja, genau. Ach so, ich dachte, das liegt am schlechten klein geworden. Internet. Nee, das liegt Nee, tatsächlich das. an Dot, der mit dem Schwert durch das Dorf durchläuft. Apropos Internet, ne? Wir haben tatsächlich jetzt eine Nachricht bekommen, dass sie den Verteilerknotenpunkt angeschlossen haben und jetzt nur noch die einzelnen Hausanschlüsse fehlen. Irgendwann in den Ach nächsten so, 2 Monaten. aber das kann trotzdem Jahre dauern, bis die das machen. Ja, Ist ein aber bisschen wie Pimax, die brauchen auch Jahre, um mal irgendwas auszuliefern. bisher haben sie sich so ein bisschen an den Plan gehalten, den sie sich selber aufgestellt Ja, haben, zumindest den schön. letzten Jahren. Und das könnte dann bis November was werden. Ich freue mich so. Ja, klar. Was meinst du Das denn, wäre wann du es natürlich hast? Im cool. November oder was? Ich tippe mal frühestens, aber ja, Oktober, November vielleicht. Ja, Aber das wäre hallo, geil. das heißt, du hast zum ersten Mal eine schöne Weihnacht bei dir im Haus. 500 Mbit Weihnachten. Ja, wir müssen uns nicht unter so einen langweiligen Baum setzen, sondern Oh können Mann, du Internet kannst surfen. einfach alles, du streamst einfach den ganzen Tag durch, ja? Und alles, Also was du machst. Internet. Niemals den Weihnachtsbaum Du auf dem Fernseher. streamst dir ein Weihnachtsfest zusammen, das wird ja herrlich. Mann. Also Das Internet wär's. macht ein Weihnachtsfest schön. Also cool, das ist Ja, auch schnelles interessant. Internet, ja, Ah kein ja. ruckelndes. Ja, natürlich. Slayer Äh, fragt, man was für eine kann. Geschwindigkeit hat. Man Willst du kann doch auf nicht. dem Papier im Vertrag schnelles Internet bestätigt haben, aber Ja, die Realität kann anders sein, ja. es kommt manchmal kein schnelles Internet an oder es schwankt stark. Das stimmt. Das kann Ja. leider passieren. Gerade Hier wenn man Forza LTE schreibt, wann hat. genau kommt die Reverb G2? Ende Ende Oktober. Oktober. Ende Oktober, Real Forza. Aber lieber Gunnar Slayer, ich. fragt mich gerade, was macht der Headstrap? Na, der von Pimax, das weiß ich nicht, was der macht. Auf alle Fälle noch nicht hier sein. Aber ich habe ja jetzt das Audio-Strap von der Vive dran. Aber es ist zu groß für meinen Kopf, wenn das an der Pimax ist. Deswegen musste ich mir dann noch ein Schaumstoffstück aus dem Baumarkt hinten dazwischen klemmen. Aber Ja. es ist super bequem, das sitzt jetzt super. Also Pimax sagt ja, es kommt bald. Im August. Also Ja, meinten die das doch nächstes Pimax Jahr. bald. Also Ja. meinten die doch nächstes Jahr August, weil August Ich ist ja sag jetzt dir, rum. Ja, Albert genau. Einstein hat eine Pimax VR-Brille gebackt und dann hat er dort geschrieben, Zeit ist Ja, relativ. genau. Sehr Ach so, relativ. entstand. Ah, okay. Nee, aber jetzt so wie die Pimax jetzt ist. Also nach Hast du sehr, Spaß? sehr vielen Einstellungen und Gemache und natürlich auch halb neuer PC und Audio-Strap und so finde ich es jetzt okay. Ja. Also ich kann damit spielen und ich bin froh, dass ich sie jetzt habe. Und Klar. ja. Ja, man Besser kann sich als dran nicht. gewöhnen. Auf jeden Fall. Die könnten auch wirklich groß werden, wenn sie dann ein bisschen kundenorientierter arbeiten täten. Ganz genau, sehe ich auch so. Uwe VR sagt, 1980 Abonnenten für die Gaming-Lady Niki. Das heißt, nur noch 20 Abonnenten. Sind 2000 nächsten Sonntag, Und ne? Das dann sind hat 2000. die liebe Niki 2000 Abonnenten. Wow. Leute, Vielleicht sind es alle. ja heute schon 2000. Ganz Oh, das genau. Oh wäre ja, so klasse. jetzt kann ich endlich das zurückzahlen. Leute, alle, die noch nicht die Gaming Lady Niki abonniert haben, jetzt auf jeden Fall die Gaming Lady Niki abonnieren. Es wäre so cool, wenn wir jetzt noch auf die 2000 Abonnenten kommen könnten in dieser Sendung. Das wäre Ja, unglaublich. Also. 20 sind schon ziemlich viel, was dann noch fehlt. Also ich habe
YouTube rundet ja immer so ein bisschen. Das sind jetzt genau 1980, also ja, auf die Zahl. Wir haben 209 Live-Zuschauer. Das wäre doch gelacht, wenn ich 10% noch keine Abonnenten von deinem Kanal sind. Ganz genau. Also Leute, auf jeden Fall Gaming Lady Niki abonnieren. Und zwar jetzt. Und stiftet auch eure Freunde und Freundinnen an, das zu machen. Ich werde das jetzt mal meiner Frau schicken, dass sie dich mal abonniert. Das ist ja cool. Ja, das ist... Ja, das, Leute, das wäre schon, das wär schon so, irgendwie... Das wäre so gut. Das wäre richtig gut. Also... Ja, wenn man hier sein Abo-Jubiläum im, das ist im das Podcast Beste. Feiert, das wäre, das ist schon krass. Ja, jetzt bin ich in der Situation. Ja, ganz genau, ganz genau. Da hat es ja zum Glück auch geklappt. Ja, das schaffen wir. Leute, 1990 abonnieren. 1986 ist es genau, ich habe das hier. Dann, oh mein Gott, das ist... Pushen die schon mal. Also, das sollten wir doch schaffen, oder? Und ja, das sollte, das teilt sein. Den Link auch mit eurer Frau, Freundin, eurem Freund, eurem Mann. Hund. Das wäre super. Hund. Hund. Teilt mit eurem Hund. Ja, Omi. 1994. Kindern. Wow, noch 6 Stück. Oh mein Gott. 2000. Sollte doch gleich da sein. Niki, hast du es schon geschafft? Noch 10. Nee. Hast du überhaupt was Champagner mit? Stehen? Oder nee, so? Das 4, Champagner 2000, mag 4. ich nicht. Was sagt dein Live-Dings? Hier steht 2000 unter Gaming Lady Niki. Wow. Steht es? Ja, bei mir schon. Ja. Ich habe ja jetzt nicht 1999. Einen noch. Einen noch. Einen noch. Ich nehme mal den Link hier. Auf jeden Fall abonnieren. Oh mein Gott, das ist noch einer. Oh mein Gott. Oh, diese Zahl, ey. Ich aktualisiere hier immer das YouTube-Studio auf meinem Handy. Bin ich schon ganz aufgeregt. Nein, noch ist es nicht, noch ist ja, es nicht. Ja, pass auf, aber gleich. Vielleicht dauert das. Oh, jetzt bin ich ganz nervös. Oh, das ist so krass, ey. Musst du morgen Kuchen ausgeben? Ja, ich hab's! 2000 Subscriber! Oh, danke, Leute. Danke, danke, danke. Glückwunsch, Niki. Glückwunsch zu 2000 Subscribern. Wow, genial. Wow, oh, Hammer. Gott. Cheers. Oh, das ist so cool. Auf dich, das ist Niki. So cool. Yay. Oh, ich habe jetzt gar nichts zu trinken, ja nur mein Wasser. Jawohl, das nächstes ging ja. Ist dann Mobit 9000 dran oder 10.000? Oder wie, was ja, wir dann wer da ist der Nächste jetzt? Ja, ja, klar. Mobit mit 10.000. Dankeschön, ja, Leute. Glückwunsch. Vielen, Hammer. Vielen lieben Dank. Danke. Oh, total gut. Total gut. Wow, 2000. Puh. Hammer. Dankeschön. Oh Gott, ey. Ja, das ging jetzt ja was schneller. Das ging so das schnell. Es werden noch mehr. Oh, das ging so schnell. Ich denke auch, es werden eher mehr als weniger. Weiß man in diesem Internet ja nie, ne? Ja. Ist ja immer alles so. Ja. Manchmal gehen Streams einfach aus, auch wenn das Internet schnell genug ist. Ja, das stimmt. Ja, cool, Niki. Wie fühlt sich's an mit 2000? Super. Ja, schön, ja? Toll. Jetzt bist du volljährig. Genau. Die volljährig, genau. Die, das die in die YouTube-Kneipe. Volljährigkeit erreicht. Ach, Niki, was war's in... Alkohol trinken und rauchen, wie Moritz. Ja, das, ja also, so ist das. Ist nicht so, ist vielleicht nicht ganz politisch korrekt, aber ist mir auch ziemlich egal. Niki, weißt du was? Ich glaube, wir werden hier auch noch in 3 oder 5 Jahren sitzen und dann freust du dich über 100.000 Subscriber. Und dann schauen wir uns nochmal diesen Moment hier an, wo du dich über 2000 Subscriber total gefreut hast. Ich habe jetzt gerade mal einen Screenshot hier von meinem Handy gemacht. Also so für mich halt. Ja, das ist schon, YouTube ist schon eine krasse Sache. Und ja, vor allen Dingen, macht Spaß, ne? Wenn Leute das auch schätzen, was man macht, das tut einfach so gut. Und man ist dann dankbar, oder? Das ist immer ein Hammergefühl, auch wenn man einen Stream startet. Und dann guckt man, dann schreiben die ersten Leute was in den Chat und dann weiß man, es ist jemand da und guckt zu und das ist ein tolles Gefühl. Oder auch kurz vorm Podcast, ich starte ja dann auch den Podcast, ich habe den ja die ganze Zeit vor mir, weil ich ja den Chat eigentlich komplett lese im Podcast. Und dann brauche ich das ja und wenn dann so die Leute anfangen zu schreiben und die Zuschauerzahl hochgeht,
Macht Spaß. Das ist schön zu sehen. Das ist wirklich total toll. Und der Und Repo ist auf der Fahrt Repo nach Schweden. Wie cool ist das denn? postet grüne Herzchen Ja. für Team Green. Tschüss, William. William sagt, er verabschiedet sich Ja, und war ein toller tschüss. Podcast. Vielen Dank für eure Arbeit. Gern Jetzt geschehen, windet William. irgendwo Schön, im dass du dabei warst. Sonnensystem. Wüsste nicht, Ja. wo er sonst hin will. Ja, 44 Sendungen schon. Ist ein Ding, wa? Jeden Sonntag hier am Start. Na, bald haben wir ja Vor auch unser Jubiläum. 50. Vor Oh 10 Monaten haben wir angefangen mit dem Kram, ne? Vor zehn ja. Wow. Monaten, so lang schon. Krass. Bald ein Jahr. Das ist ein Ding. Das ist echt ein Ding. Und wir haben schon zur Hälfte waren wir in Corona dabei. Also wir haben mehr Sendungen in der Corona-Zeit gemacht, als dass es das Oh, noch nicht das gab. ist jetzt, Krass, ne? glaube ich, das, was ich nicht hören wollte. Ja, sorry, aber das ist Social echt. Distancing perfekt, sogar zwischen den einzelnen Bildern hier sind 2 Meter Ja, Abstand. genau. Wenn der Monitor groß genug ist. Wow, 44 Sendungen, 44 Wochenenden. Ist schon Tja. krass, oder? Und was haben wir dafür gekriegt, dieses lausige T-Shirt? Danke, BS. Welches T-Shirt haben wir bekommen? Was für ein T-Shirt? Kennt ihr das nicht? Und all what I get Ach ist das so, lause ja, stimmt, T-Shirt. ja. Ja, stimmt. Ja, wir haben immer noch nicht so richtig ein Logo, ne? Das wäre vielleicht das nächste Mal, was wir mal crowdfunden könnten. Der Song ist so genial von Real Subunabi, ne? Aber so ein schönes Logo. Vielleicht sogar noch so ein hübsches, schickes, modernes Intro oder sowas. Das wäre schön, genau. In Dreams gemacht. Das wäre Na doch was. dann, na dann, du hast dich doch damit schon ausgiebig beschäftigt, Sebastian. Ja, aber ich bin Wollen leider wir trotzdem nicht jetzt, ich so. muss die ganze Zeit grinsen, ne? Irgendwie. Oh Mann, ey. Wollen wir zur 100. oder 50. Show uns mal irgendwo alle bei Wackwoom treffen und dann da einen auf der Bühne Live-Podcast Nein, machen nein. oder Also so? zum 100. würde ich sagen, müssen wir uns in echt treffen. Ja. Danke, Captain Oh, Karacho. ne? Vielen Dank, Mann. Macht weiter so. Dankeschön. Ja, also 100. Sendung, das wäre total toll, wenn wir uns irgendwie in echt treffen könnten. Facebook Horizon. Ach, genau. Nee, das wird ja wieder auch Ist doch, exklusiv sein, ja. oder? Doch viel Ja. echter als echt. Das geht ja nicht. Aber ja, Facebook Horizon wird wohl Facebook exklusiv sein, so, wobei es ja nicht dämlich ist, wenn sie eine große Verbreitung wollen, es Also exklusiv. ich würde es Ja. mir wünschen, dass man sich dann wirklich zur 100. Folge im Real Life treffen könnte Das wäre super. Das wäre wirklich super. und dass dann alles wieder ganz normal ist, dass man sich dann ganz normal treffen kann Hoffentlich. ohne Corona. Hoffentlich. Dass wir uns Genau. ohne Ansteckungsgefahr Ohrfeigen geben können, ja, das wäre nicht. Oder Das eine wäre super. Sonderfolge oder eine Sonderfolge auf der Gamescom drehen nächstes Zum Jahr. Beispiel. Das wäre auch klasse. Ist das nicht ein bisschen wuselig da? Nö, das Nee, kann man nee. Auf der ausblenden. Bühne natürlich. Wir sind auf Auf der der Bühne? Hauptbühne. Auf der Ach so, wir sind auf Hauptbühne. der Hauptbühne. Ach Natürlich sind wir auf so, der Hauptbühne. stimmt, Hallo? ja. Ja? Weil VR ist dann Lacht ja nicht. total der Lacht nicht, Mainstream. aber in der Cosplay-Ecke könnten wir vielleicht die Bühne tatsächlich. Ich glaube, wir könnten die Hauptbühne bekommen. In der Cosplay-Ecke, das wäre schon. Ne, die kenne ich Cosplay-Ecke, zufällig, Vielen deshalb. Dank, Stepp. Vielen Habe Dank. ich. Hey, you. Cosplay-Ecke da. Am Und. äußersten Rand können wir denn da irgendwo hocken? Nein, wegen die kenne ich zumindest, die Genau. Leute. Und Stepp Was sagt, mit ich finde es so Nacktlackenartikel? krass, dass ihr den Sonntagabend investiert. So gut, ja. Ja, also es ist auf jeden Fall schon eine Investition, dass wir hier sitzen und das machen, ne? Also schon eine Arbeit, aber es macht natürlich auch Spaß. Ach, ich Und könnte so eine Arbeit jeden Tag machen. ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Arbeit, keine Frage. Gerade eben, weil die Community auch so cool ist und immer noch jetzt um 10:24 Uhr 200 Leute sich das anschauen und Repo jetzt auf dem Weg nach Schweden sich das anhört. Das ist doch total cool. Im Im Autoradio, Autoradio, Sommer. genau. Oh Mann, ey. Wahnsinn. Ja, Tja. 44 schon. Und boah, es Geht ist, weiter. ich bin immer noch immer so bei der Gamescom, wo du mich gefragt hast. Das war Ja. auch so ein ausschlaggebender Moment. Das war cool, ja. Und VR ist immer noch nicht tot, ne? Hätte das einer gedacht, Danke, als ich damit Repu. angefangen habe. Vielen Dank für dein Nee, Einhorn. VR ist nicht tot.
Vor Ein 44 Ausgaben alternative dachten wir doch. Realitäten-T-Shirt. Aber wenn man da so Das ein wäre T-Shirt super. hat, dann müsste man ja erstmal ein Logo haben, Ja. irgendwas Cooles. Ja. Also Leute, bastelt uns ein richtig geiles alternativen Realitäten-Logo, das dann auch vor jedem Podcast zu sehen ist. Und wir Genau. machen T-Shirts. Und wer es gebastelt hat, kriegt ein T-Shirt umsonst, oder? Ja, genau. Und vielleicht auch ja, mit unseren vier Porträts irgendwie da reingebastelt oder so. Das wäre Das doch die cool. Porträts, ich weiß es nicht. Mein Foto ist so alt, was ich da habe. Ja. Das muss ich auch mal Ein irgendwie. Avatar. Ein Avatar. Oder man sieht dich mit dem Gunstock auf dem Boden knien und fluchen. Also. Ich habe ja nicht geflucht. Ja, stimmt, Du du bist hast einfach leise im aufgestanden. Kopf. Aber Ich habe danke, Delta Seer. einfach weitergespielt. Ich habe den Ja. Gunstock dann wieder so halbwegs gerade gebogen im Spiel und habe dann Echt? weitergespielt. Was Du soll ich hast den machen? gerade gebogen? Wie geil ist das denn? So Nee, macht man das. ich musste den ja wieder irgendwie Ja, richten. Ich klar. musste ja weiterspielen. Ich kann mich ja davon nicht aus der Fassung bringen lassen. Ich habe dann nach der Runde den Stuhl wieder hingestellt, habe mich wieder draufgesetzt und weitergespielt. Wir Weil brauchen einen cool. Ruggedized Gunstock für Niki. Der muss auch. Ja, genau. Wir mussten ja gewinnen. Um Aus jeden Preis. Titan. Da war mir das scheißegal Du hast alles. einfach weitergespielt, ja? Scheißegal. Der Hammer. Obwohl dein Ich wollte mit Gewehr dem. schon halb Aber verbogen war, hast du das es wieder richtig Gewehr. gebogen. Und dann hast du den Gewinde, den letzten Schuss Ja. durch das kaputte Gewehr. Sozusagen Das kaputte Gewehr. der IBM ThinkStock, der macht die Wand kaputt, statt die Wand den Genau. Gunstock. Ich bin mal mit so einem ThinkPad gegen eine Wand gelaufen, war ein Loch in der Wand, das Notebook ging noch. Also. Ja, das ist doch gut. Oh Mann, genau, so macht das eine VR-Queen. Ganz genau. Ja, ich bin mal gespannt, was da für Logos auf uns zukommen. Ja, für den Alternative Realitäten Podcast. Da gibt es Wir bestimmt ein sollten dann noch paar. jemandem sagen, den Leuten sagen, wo sie denn ihre tollen Vorschläge hinschicken sollen. Sonst schicken die sich ihre Logos, die sie bauen, einfach selber und wir kriegen Ja, könnt ihr gerne an mich schicken, an meine E-Mail-Adresse mixedrealitytv@gmail.com. Der Link ist normalerweise unter meinen Videos, genau. Na, oder auf dem Discord, oder? Auf dem Discord, klar, geht auch. Ach, sowas Modernes nutzt ihr? Ja, doch, ab und zu. Ach ja. Ich nicht. Der Disco. Peach Amsur. Ja, ich habe ein Video über den Mammut VR Gunstock gemacht und der ist auch wirklich gut, genau. Danke VR-Uwe für ein Bierchen, ja, das kann ich gut gebrauchen. Tja. Das Ich Bierchen. würd fast sagen, ich verlasse euch sehr bald, auch mit dieser netten Runde, weil ich würde gerne mit meinem Sohn noch einen Gute-Nacht-Spaziergang machen. Das führt Ja, sonst um die gut. Zeit immer. Alles klar. Das klingt gut. Ja, gerade wer nachts morgens früh so um 3, 4 mal rausguckt, kann man den Mond und den Mars gerade so richtig schön sehen. Also macht Fotos. Ja. Und ich habe hier so eine tolle Natur, die ist abends immer am schönsten ohne Autos. Klasse. Gut, ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss. Und ja, vielen Dank, dass ihr wieder heute am Start wart bei den alternativen Realitäten. Und wir haben 300 Zuschauer geschafft. Ich finde es immer noch total toll. Und wir freuen uns darauf, euch nächste Woche wiederzusehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Mal danke, Leute. Tschüss. 2000. 2000 Yay. Subscriber. Oh mein Gaming Gott. mit Niki. Woo. Ey, Tschüss. das ist, glaube ich, heute ein Glückstag.